Nachdem sich die Lücken und Ungereimtheiten um die Morde des sogenannten Terror-Trios schließen, wird eines immer offensichtlicher. Nicht die NPD steht in naher Verbindung zu den Killern, sondern der Staat selbst könnte über den Verfassungsschutz zumindest Kenntnis über die Verbrechen der Zwickauer Mörderbande gehabt haben. Nach wie vor kommen stündlich neue Erkenntnisse und Fragen auf den Tisch. Dass sich die Berichterstattung dabei immer stärker auf den Verfassungsschutz konzentriert, ist ein Indiz dafür, dass auch die Medien langsam aber sicher verstehen, wer die eigentlichen Brandstifter sind. Der Schrei nach einem NPD-Verbot war und ist ungerechtfertigt und ein reines Ablenkungsmanöver. Der NPD-Parteivorsitzende Holger Apfel erklärte hierzu in Berlin: Wir sind eine Partei, die Gewalt als Mittel der Politik strikt ablehnt. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Wenn der Staat sich aber selbst nicht an seine Regeln hält oder es Inlandsgeheimdiensten gestattet, sich rechtsfreie Räume und Killer zu schaffen, dann bereitet mir das große Sorgen. Wir haben keinen Grund, China oder Russland zu kritisieren, wenn es in der Bundesrepublik einen Verfassungsschutz gibt, der steuergeldfinanzierte Killer heranzüchtet oder zumindest Kenntnis von ihnen hat. Wir fordern den sofortigen Abzug aller V-Leute. Immer wieder wird deutlich, dass es nicht die anständigen Mitglieder der NPD sind, die durch Straftaten auffallen, sondern dass der Verfassungsschutz überall seine Finger im Spiel zu haben scheint. Es ist wohl ein Ammenmärchen. Der Verfassungsschutz übe sich nur in Erkenntnisgewinnung. Richtiger scheint, dass der Staat über den Verfassungsschutz selbst Straftaten initiiert, um die NPD zu kriminalisieren und Verbotsgründe zu schaffen. Darum fordert die NPD die zuständigen Behörden und Politiker auf, alle VS-Agenten sofort abzuziehen. Die NPD darf nicht länger vom Staat missbraucht werden. Sonst ist die Bundesrepublik keinen Deut besser als die Bananenrepubliken, die von bundesdeutschen Politikern so gerne kritisiert werden.